Das wäre eine ehrliche Antwort. Okay, also an der Stelle, liebe Freunde, ihr könnt gerne mal kommentieren, was ihr eigentlich dazu hält. Ja. Aber nein, wie kommst du eigentlich da drauf? Na ja, weil ich will nicht in die Hölle, Bro, deswegen. Ja. Was geht ab, liebe Freunde? Ja, Mann, ist die Squad. Ja, Mann, ist da. Ja, Mann, ist überall. Ihr wisst Bescheid. So, und zwar, erstmal an der Stelle lieben vielen Dank an Repograf hinter der Kamera, der wo gerade da ist und gerade das Kamera hält, liebe Freunde. Ich küsse dein Herz, Bruderherz. I love you tonight, baby. So, und zwar auch vielen lieben Dank für die ganzen Supports. Auch an Hater. Ohne euch wäre ich jetzt nicht hier, liebe Freunde. Ansonsten schaut weiterhin meine Videos an, weil ich sehe halt durch die Statistiken und so alles Mögliche. Ich bin sehr froh darüber. Und ansonsten, liebe Freunde, jetzt kommen wir mal zu unserem Thema. Ohne lange bloß rumzureden. Auf jeden Fall, ich habe mir überlegt, wir fragen heute Männer nach, was würdet ihr sagen, wenn der Todesengel kommt und fragt dich, ich werde jetzt dein Leben nehmen oder deine Frau oder die Freundin. Was würden die Jungs sagen? Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch und falls euch das Video gefällt, abonnieren, Daumen hoch, liken, kommentieren, nicht vergessen, liebe Freunde, wir sehen uns, bis nachher. Wir wollen die einmal erstmal kennenlernen. So, du heißt? Lukas. Lukas, freut mich. Mohammed. Wie heißt du? Karim. Karim, freut mich, Bruder. Ismail. Ich bin der Dustin. Wie? Dustin? Mohammed. Mohammed, okay. Tut mir einen Gefallen, guckt mal ein bisschen näher, Jungs, liebe Freunde. Und zwar, ich habe eine Frage. Ihr seid aus Mannheim? Ladenburg. Ja. Alle Mannheim. Sind alle Mannheim. Jawohl, super. Meine Frage ist an euch. Was würdet ihr sagen, wenn der Todesengel kommt und euch fragt, entweder ich nehme dein Leben oder von deiner Freundin? Was würdest du sagen? Hättest du eine Freundin oder eine Frau? Kommt ihr aus Mannheim? Ja, also wohnen hier, aber kommen nicht hierher. Okay, und von wo ursprünglich? Köln. Köln? Ja. Oh, cool, Köln. Nice, geil. Hast aber auch übrigens auf jeden Fall einen geilen Style, würde ich sagen. Danke sehr. Ich sag mal so, typisch Kölner, oder? Womöglich. So, ja, super. Also, ihr seid nicht zusammen oder seid ihr zusammen? Nö. Aber so Best Friends mäßig, ne, unterwegs. Ja. Super, das freut mich. Und auch ein Gentleman, liebe Freunde, ja? Ja, so muss sein. Und zwar, ich hätte dann nur noch eine Frage. Und meine Frage wäre, was würdest du machen, wenn der Todesengel zu dir kommt und sagt, ich gebe dir eine Chance, entweder ich nehme dein Leben oder deine Freundin oder deine Frau. Oh. Was würdest du sagen? Ich wäre erstmal richtig geschockt, dass das passiert. Ja. Und dann weiß ich auch nicht so genau. Du hättest die Auswahl, entweder dein Leben wird er nehmen oder die Antwort, glaube ich. Entweder dein Leben oder deine Freundin oder deine Frau, zukünftige. 2000 years later. Mein Leben. Dein Leben? Ja. Respekt. Was würdest du sagen? Ja, ich würde auch mein Leben sagen, ja. Auch dein Leben. Okay, super. Du auch? Ich glaube tatsächlich, wenn ich Kinder hätte, würde ich auch sagen, mein Leben, ja. Okay, nice, Bruder. Bei mir auch. Wenn ich Kinder hätte, dann mein Leben, aber wenn nicht, dann ihr Leben. Echt jetzt? Ja. Okay, ja, wenigstens. Der ist ehrlich auf jeden Fall, ja. Warum nicht? Das war's eigentlich schon. Und habt ihr Insta? Sollen wir euch da pushen, oder? Nee, ich hab... Könnt mir alle folgen. Ismail_Aykac. Ja, alles klar. Bei dir? moxa1ed.47. Alles klar. Alles gut. Alles gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Schönes Wochenende. Ciao, gell? Ja, Mann, Bruder. Ja, Mann. Aha. Ich kenne dich, ja. Ja? Okay. Y, Bruder. Okay, danke euch. So, ihr habt es halt mitgekriegt, liebe Freunde. 3 Ja und 1 Nein. So auf die Art. Reden wir gerade von mir oder seiner Freundin? Also eine echte Freundin, Beziehung. Meine Freundin, ja. Oder deine Frau, zukünftige Frau. Ja, wahrscheinlich würde ich dann eher mein Leben opfern, oder? Ja, wahrscheinlich. Respekt. Ich weiß Respekt. Es ja nicht. Weil es gibt auch Leute, die wohl sagen, nee, er lieber... Ihr Leben. Er ist ein super lieber Mann. Ja, aber super, wirklich super. Mohammed, jawohl, du kommst aus? Mannheim-Lindenhof. Jawohl. So, Bruderherz, ich habe eine Frage. Was würdest du sagen, wenn der Todesengel kommt und dich fragt, entweder dein Leben oder Leben von deiner Frau? Kommt drauf an, was er sagt, wohin ich komme. Ins Paradies oder in die Hölle, Bruder.
Okay, also das heißt, das kommt drauf an. Wenn er sagt, du kommst in die Hölle, sage ich, nimm meine Frau. Okay. Wenn er sagt, du kommst ins Paradies, sage ich, nimm mich. Ja, Mann. Oh mein Gott, okay. Ist auch was, ne, auf jeden Fall. So, aber Bruder, wir bräuchten da wirklich schon konkreten Antwort. Ja, überall konkret. Das wäre eine ehrliche Antwort. Okay, also an der Stelle, liebe Freunde, ihr könnt gerne mal kommentieren, was ihr eigentlich dazu hält. Ja. Nein. Wie kommt es eigentlich da drauf? Na ja, weil ich will nicht in die Hölle. Die Hölle ist ein Ort des Leidens und der Verzweiflung. Aber sie übt seit je. Oh, deswegen. Ja, das will keiner, also, nehme ich mal an. Also, wir wollen alle ins Paradies, ne? Nein. So. Und wenn sie, also sag mal so, wirklich, ich würde sagen, der soll sie nehmen. Echt jetzt? Ja. Warum? Weil sie aufgeschmissen wäre ohne mich. Ja, hast du recht. Weißt du, du bist ja der Macher, ne? Ich bin der Macher. Ich bin der Mann im Haus. Maschallah, Bruder. Also, die würde richtig schlechtes Leben ohne mich haben. Okay. Um ihr das zu ersparen. Okay, da hat er auch recht auf jeden Fall. Ja, und abgesehen davon, erstmal vielen lieben Dank. Gerne doch. Ich danke dir. Und was machst du so beruflich, wenn ich fragen darf? Ich habe einen Fahrradladen auf dem Lindenhof. Ihr könnt gerne alle vorbeikommen. Birria Bike Center. Aha. Also, ist auf dem Lindenhof? Auf dem Lindenhof. Genau. Normale Fahrräder, E-Bikes, Umbau, Umrüsten, alles kein Super. Thema. Super. Also 10% auf meinen Nacken? 20% auf deinen Nacken. 20? Oh. Also liebe Freunde, 20% ist schon eine Ansage. Und so. Wir machen auch noch Veranstaltungen im Shooterstars in Mannheim, jeden zweiten Freitag. In Mannheim? Shooters? Im Shooters Mannheim, jeden zweiten Freitag. Jeden zweiten Freitag. Genau. Und was für Veranstaltungen so? Hip-Hop mit DJ und so. Okay, so latinomäßig Salsa? Alles. Wenn du Salsa machst, dann bin ich dabei. Ich mache alles, was du willst. Komm vorbei. Wir spielen auch Balida Salsa, Balida Spanisch, Hip-Hop, aber eigentlich grundsätzlich Hip-Hop. Hip-Hop, ja? Genau. Kannst du auch tanzen? Bist du Tänzer oder? Ich bin Boxer. Du bist Boxer? Okay, ja, ja, okay. Hier ist Little Istanbul, liebe Freunde. Mannheim, Little Istanbul. Falls ihr noch nie in Mannheim wart, dann kommt mal, wenn ihr in Mannheim seid und wenn ihr die Straße seht, dann sieht es wirklich so nach aus wie Little Istanbul. Hier sind überall türkische Geschäfte, Restaurants, alles Mögliche. So, liebe Freunde, wir sind jetzt gerade hier in Skiköfte in Mannheim drin. Auf jeden Fall, da dachten wir einfach, ich frage mal auch mal einen, der wo hier arbeitet. Und zwar, wir haben einmal den, ist him? Fatih. Fatih, du kommst aus, na, dann gehst du? Türkiye. Istanbul'da. Evet. Okay, wie lange bist du schon hier? Na zaman, kaç ay oldu geleli? Allah, 8 ay oldu. 8 ay oldu, yani. Also 8 Monate? Ja. Okay, und kannst du auch ein bisschen Deutsch, oder? Ja, yeah, aber ein bisschen. Nur ein bisschen? Ja. Yeah. Aber nee, gut, super. So. Nicht so viel. Nicht so viel. Ja. Verstehst du mich aber, was ich sage? Bis jetzt, wenn ich so mit dir rede, verstehst du mich? Nee. Nein, aber ich spreche Deutsch. You speak Dutch? Nicht Englisch, ja. Deutsch. Nee, nicht so? Okay. Nee. Okay. So, Fatih, ich habe eine Frage. Bis warum war Fatih sana? Ja. Azrail gelse, sorsa sana. Eşinin canını mı alayım yoksa senin canını mı? Almancasını da söyleyeceğim. Wenn der Todesengel kommt, entweder er nimmt dein Leben oder er nimmt Leben von deiner Frau. Was würdest du sagen? Ne seçerdin, ne söylerdin? Şu an eşim yok. Olsa farz et ki oldu. Eşim olduğunda bu soruya herhalde daha farklı cevap verirdim ama şu an aklıma bir şey gelmiyor. Yani herhalde kendi canımı almasını isterdim yani. Kendi canını almasını. Evet. Yani. Kendi canımı almasını isterdim yani. Kendi canımı almasını. Evet. Kendi canımı almasını isterdim yani. Kendi canımı almasını. Evet yani. Yani kendi canın o kadar kıymetli değil mi diyorsun? Kıymetli ama şimdi böyle, şöyle bir durum var. O da üzülürdü yani benim canımı aldığı zaman. Azrail. Bu sefer o da üzüntüden ölürdü herhalde. Diyorsun. Aynen, handikaplı bir durum. Yani. Handikaplı bir durum ama evet. Kadınlara veya bayanlara o kadar çok güveniyor musun sen? Güvenmesem zaten eşim olmazdı herhalde yani. Tabii illa ki. Allah'ın emri, ona bir şey demiyorum. Evet. Ama biz bayanları biliyorsun hani sonuçta. Evet. Biz erkekler şeyiz. Biz düz düşünüyoruz değil mi? Hı. Ama bayanlar hep bak iyisi var, kötüsü var ayrıyetten. Ondan ziyade bayanlar mesela der ki ya yok eşimin canını alsın Azrail. Benim canımı niye alsın diyorlar. Evet. Genelde.
Ya bilmiyorum ben öylesine pek denk gelmemiş olabilirim. Kız ama arkadaşın oldu mu hiç? Oldu. Kaç ay veya ne zamandır belli? Ne kadar beraber? Ya şu an yok ama en uzun 6-7 ay falan. O kız arkadaşınla. Aha. Diyelim ki hala beraberdin. Evet. Azrail gelip sana soruyor. Senin canını mı alayım, onun canını mı? Yok ben kendi canımı almasını isterdim yani öyle. Vallahi. Çok yani yaşamaya o kadar hevesli yani biri değilim yani. Helal olsun Allah zaten, Allah niye öyle yani? Hayat yani zaten çok hani eğlenceli bir şey değil yani, diyorsun. Yani yapabildiklerin sınırlı aşağı yukarı. Anladım. O yüzden hani canımı alsaydım çok da umurumda olmaz yani, çok da sorun olmazdı. Vallahi öyle deme kardeşim, ne güzel yakışıklı sevdiğimiz kardeşimizsin yani. Eyvallah. Hani sonuçta Allah gecinden versin de canım, bu işin hani gırgırı şamatası tabii. Bizim tabii sorduğumuz soru bugün ki özellikle bu sorular sadece ya o ya o diye. Hı-hı. Ama bir yandan da çok şeyler çektin herhalde gibi. Yok aslında çok da derdim sıkıntım yok ama hani hayata da öyle deli dolu yaşayan çok bağlı birisi değilim yani. Anladım. Hani olsa da olur olmasa da olur. Yani. Hani vız gelir tırız gider diyorsun. Aynen. Okey anladım. İyi o zaman. O zaman seninle burada kameranın önünde konuşmamda çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Ve YouTube kanalımıza bunu kullanabilir miyiz? Tabii kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Also, liebe Freunde, ja, Fatih sagt, er würde sagen, hätte ich jetzt eine Freundin oder eine Frau, würde er sein Leben an den Todesengel geben. Und da hat man eine Beziehung gehabt für 6 Monate so circa. Und dennoch hätte er, meint er, dass der Todesengel sein Leben leben würde, weil er nicht so irgendwelche Erwartungen von diesem Leben hat und so weiter und so fort. Und aber ich meine, er ist ein junger Mann, sieht gut aus, ist hier, arbeitet und da habe ich gemeint, um Gottes Willen, Gott bewahre ihn und jeden hier. Aber an der Stelle bedanke ich mich an Fatih. Vielen lieben Dank, dass der Fatih mitgemacht hat. Und wir dürfen das Video auch auf YouTube stellen. Und ja, Fatih, Instagram und Flanneen war mı? Efendim? Instagram. Var. Instagram'ı söylemek ister misin? Yani gerek var mı? İstersen. Yok istemezsen söylemezsin. Fozisar. Ne? F-O-Z. Evet. H-I-A-R. Ağrı. Tamam süper. Ağrı. Teşekkür Polis ederim. Rica ederim. Geçebilirsin istersen. Okey anladım. Çok teşekkür ederim. Rica bak ederim. Bir de ben bunu herkesle yapıyorum. 3'e hı-hı kadar sayıp. Yaman is this what söylüyoruz. Tamam mı? Sonra video bitiyor. Okey. 1, 2, sen bir söyle bakayım. 1, 2, 3 bir söyle. 1, 2, 3. Yaman is this what. Yaman. Is this what. Okey. Yaman is this what. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Bis nachher, liebe Freunde. Wir sehen uns. Bis später. Ciao, ciao. 1, 2, 3. Ja, Mann, ist es Squad. Jawohl. Ja, Mann, ist es Squad. Jawohl, super. Und jetzt sagst du ganz alleine? Ja, Mann, ja. Doch. Ja, Mann, Discord. Jawohl. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Discord oder Discord? Ja, Mann, ist es Squad. Ja, Mann. Danke dir, danke euch. Vielen lieben Dank. Lasst euch schmecken. Und wir hören uns. Jawohl, Mama. Ciao, ciao. Tschüss. Let's go.